Guten Tag und willkommen zu Titan Souls. Ja, immer noch in der Eislandschaft, wie wir schon letztes Mal angefangen haben, den ersten Boss in dieser Eislandschaft besiegt haben, nämlich den Seedrachen, oder wie ich auch nennen soll, den Seedrachen. Ich kann immer noch die Schrift unten nicht lesen, die mir aufgetaucht wird. Und ja, wenn wir am Checkpoint sehen, können wir sehen am Checkpoint, dass es hier insgesamt drei Bosse gibt. Einen haben wir ja schon, den Seedrachen, wie gerade schon erwähnt, und der nächste könnte sich vielleicht hier befinden. Vielleicht, vermutlich. Ich hoffe, da muss ich nicht so weit laufen. Oder es ist nur ein Weg zum Boss. Nee, er muss hier sein. Er sieht schon nach einem Bosskampf aus. Oh, ein Yeti. Okay, okay. Wow! Was ist mit dir los? Wow! Wow! Der hat mich jetzt überrascht. Der hat mich jetzt extrem überrascht. Alter! Der ist geil drauf. Der ist cool. Der ist cool. Die Rolle war genial. Alter. Also der sah eher nach einem langsamen Boss aus, aber wie der einfach ausrastet. So, aber was ist jetzt wohl seine Schwachstelle? Muss ich einen einfach nur treffen? Okay, die Eiskugeln töten mich nicht. Okay. Muss ich ihn... Ich glaube, sein Arsch, oder? Sein Arsch wahrscheinlich, oder? Sein Arsch sah gerade rot aus. Und alles, was rot ist... ist der Punkt, wo wir hinschießen müssen mit dem Pfeil. So ist das und so war das und so wird das schon immer sein. Ne? Deshalb denke ich mal, wir müssen auf seinen Arsch schießen. In seine Arschbacke rein. Oder? Ich weiß es nämlich nicht. Keine Ahnung. Jetzt kommen die Eiskugeln. Ja. Was? Die Eiskugeln können mich doch töten. Oder wahrscheinlich, wenn er mich mit den Eiskugeln gegen die Wand schafft zu drücken, dann sterbe ich wahrscheinlich. Aber so, allein die Kugeln treffen, wenn die mich treffen, töten die mich, glaube ich, nicht. Interessanter Boss. Interessanter Boss. Ich weiß noch nicht, wie er funktioniert. Aber das werde ich gleich schon hinkriegen. Das werde ich gleich schon irgendwie hinkriegen. Er ist immer so, ne? Er ist immer am Anfang erstmal ein bisschen probieren, gucken. Okay, jetzt kommt die Rolle. Jetzt kommt Eis. Ich weiß nicht, ob ich wirklich seinen Arsch treffen muss oder was anderes treffen muss. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich versuche ihn halt erstmal so zu treffen. Aber der ist verdammt schnell. Der ist verdammt schnell, dieser Yeti. Dieser Affe, ne? Dieser behaarte Typ. Der ist extrem schnell. Vor allem seine Rolle. Die ist extrem schnell. Der muss aber eine Schwachstelle haben. Ja, 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 ja. Jetzt rollt er. Okay, nein. Ich muss wirklich, glaube ich, seinen Arsch treffen, oder? Kann es sein, dass ich wirklich seinen Arsch treffen muss? Ich glaube, ja. Und ich weiß auch, glaube ich, schon wie. Ich muss vor der Wand stehen. Und dann ausweichen. Dann ausweichen und dann springt er ja, dann springt er von der Wand weg und ist dann mit dem Arsch zur Wand. Und dann muss ich, glaube ich, draufschießen. Ich glaube, so funktioniert der Boss. Würde ich jetzt so behaupten. So, jetzt kommt seine Schneekugel. So, jetzt. Ah, nein. Ah, okay, jetzt kamen noch die Kristalle von der Decke gefallen. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, so geht er. Ich schaffe den gleich schon. Ich schaffe den. Keine Angst, Leute. Ich schaffe das schon. Nicht verzagen. Nicht verzagen. Ich schaffe das schon. Das ist ja nichts für mich. Ne? Das ist ja ein Klacks. So ein komischer, behaarter Typ. Als ob er eine Chance hat gegen mich und meinen Bogen. Niemals. Niemand hat Chance gegen mich und meinen Bogen. Ich und meinen Bogen. Wir sind. So. So sind wir. So sind wir. Jetzt bin ich gestorben, weil ich hier posieren musste. Aber ihr wisst schon, wie ich meine, ne? Ich bin richtig so mit ihm, mit meinem Bogen. Und deshalb hat er eigentlich gar keine Chance gegen mich. Er hat gar keine Chance, ich muss ja so ein bisschen probieren. Guck mal, das sind sogar solche Spuren. Solche Spuren von ihm. Fußabdrücke. Da hier auch noch vor der Tür. Auch noch Fußabdrücke. Was ist eigentlich hier? Kann da was eigentlich was drin sein? Wahrscheinlich nicht, oder? Da kann ich auch noch hochklettern. Ja, machen wir aber auf jeden Fall mal den Yeti. Ich will auf jeden Fall heute diesen Part die Schneewelt schaffen. Hier gibt es ja noch einen zweiten Boss, noch einen dritten Boss, meine ich. Die beiden müsste ich auf jeden Fall noch schaffen. So, jetzt kommen die Dinger hier. Ja, jetzt kommen. Ach, diese Eiskristalle. Ich muss auf die Schatten achten. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Schatten auftauchen, aber ich sollte mal, glaube ich, auf die Schatten achten, damit ich mich richtig hinstelle. Und dann müsste es klappen. Ich muss halt, ich denke mal schauen, dass ich seinen Arsch treffen muss. Und ich hoffe, ich muss nur einmal treffen. Bis jetzt war es immer so, dass man den Boss einmal treffen musste. Deshalb denke ich mal, hier wird es auch nur einmal sein. So, jetzt komm mit deinem Eiszeug, mit deinen Schneebällen. Zack. Nein. Ich hab doch getroffen, oder? Er bleibt nicht lange so stehen. Er dreht sich dann direkt wieder zu mir um. Dieser Pavian, ey, unglaublich. Aber der Arsch muss sein. Das war schon bei Zelda so. Bei Zelda, bei Twilight Princess musste man auch dem Affen auf den Arsch schauen. Hier ist es genauso. Das sage ich euch, Leute. Das hier ist es genauso.
Hier ist es genauso. Fuck. Hallo? Oder ich könnte damit arbeiten, mit dem Pfeil, dass er zurückfliegt. Das kann doch nicht sein. Ja, komm. Was für ein dreckiger Affe, ey. Unglaublich. Was für ein dreckiger Affe. Dieses Pennergesicht, das ist unglaublich. Das kann nicht sein, ey. Ich hab doch getroffen. Der war im Arsch drin. Der Pfeil war im Arsch drin. Das könnt ihr jetzt alle, ihr könnt jetzt zurückspulen, auf Pause drücken und sehen, wie der Pfeil in seinem Arsch gesteckt hatte. Es musste drin sein. So, mein Freund. Ha, ha. Ha. Ich hab's getroffen. Ich hab getroffen. Genau in sein Arschloch. Perfekt. Perfekt. So, gib mir den Pfeil. Gib mir den Pfeil. Ich bin geschützt vom Blenden. Mir kann nichts passieren. Perfekt. Ich habe genau seine rechte Arschbacke getroffen. Genau seine rechte Arschbacke getroffen. wunderschön. Wunderschön. Man muss einfach nur perfekt stehen und dann geht's einfach. Dann geht's einfach. Das war, so schwer war da gar nicht. Es war einfach wie bei dem Seedrachen. Man braucht einfach nur das richtige Timing. Nur, dass du bei dem Seedrachen ein wenig mehr Spielraum hattest, weil er so langsam war. Aber der Yeti war halt einfach extrem schnell, ne? Er war halt extrem schnell. So, machen wir jetzt noch den nächsten. Wahrscheinlich muss ich hier wieder Feuer anzünden. Kann das sein? Ich mach's einfach mal. Nee, kann nicht sein. Ich kann da gar nicht hochschießen. So hoch kann ich gar nicht schießen. Zack. Zack. Ey, roll doch mal. Guck mal, da kann ich auch noch hochklettern. Da ist auch noch eine Wand, wo ich hochklettern kann. Okay, ist das schon der Boss hier? Ja, ist der Boss. Alter. Wow, 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 wow. Wow! What the? Okay. Da kommen erstmal Fäuste aus dem Boden raus und dann schießen seine Fäuste nein, ihr wisst schon, hier Laser. Alter. Ich will mal kurz gucken, was hier oben ist. Ist das ein Sekret? Ist das ein Sekret oder ist das einfach nur eine Abkürzung? Ne, Abkürzung macht auch keinen Sinn. Ich kann da noch links lang und da noch weiter hochklettern. Oder ist das einfach nur ein Weg in eine andere Welt? Oder in einen anderen Bereich? Ich weiß gar nicht auch, ob die Schneewelt, die ich hier mache, ob das überhaupt der richtige Weg, also, was heißt richtige Weg, aber ob das, da ist noch eine Höhle. Bin ich hier? Ob das hier, was ich hier mache, ob das von dem Schwierigkeitsgrad auf dem richtigen Weg ist oder vielleicht fange ich hier gerade direkt mit etwas richtig Schwierigem an und hätte lieber was anderes zuerst machen müssen. Okay. Okay. Okay, eine Wand. Anschießen bringt mir auch nichts. Die Plattform auch nicht. Wahrscheinlich ist hier irgendwie ein Secret. Das ist wahrscheinlich eins der Secrets, über die ich mal geredet habe. Wahrscheinlich muss man nur hier irgendwas Bestimmtes noch machen. Vorher vielleicht noch was machen oder vielleicht was mitbringen. Vielleicht kriegt man noch irgendwie später noch irgendwelche Items, die man hier mitbringen kann und dann hier irgendwas öffnen kann. Wer weiß. Oder vielleicht muss ich irgendwas davor erledigen. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das und vieles mehr finden wir heraus in einer weiteren Folge von Titan Souls. Nein, wir machen auf jeden Fall noch den Boss. Den nächsten Boss machen wir auf jeden Fall noch. Komme ich jetzt hier überhaupt runter? Ja, komme ich. Pfeil, danke. So, machen wir jetzt noch den Golem. Den Golem. Im Schnee. Mal schauen, was ich da genau treffen muss. Seine beiden Augen haben geleuchtet. Kann sein, dass ich die Augen treffen muss, aber die sind, glaube ich, mir zu hoch. Ich komme da, glaube ich, gar nicht richtig ran an die Augen. Kann das sein? Sah so aus, als wären die zu hoch. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Moin! So, jetzt kommt erst die Faust. Da, ich sehe die Faust. Die Faust sehe ich. So. Okay, nein. Okay, okay. Ach, okay, da darf ich auch nicht. Ins Eis darf ich auch nicht rein. Gut. Vielleicht muss ich einfach nur gegen seine Zähne schießen. Kommt der Laser wieder? Oder muss ich ihn vielleicht selbst treffen lassen mit seinem eigenen Laser? Ja, perfekt. Okay. Ich muss ihn einfach treffen lassen mit seinem eigenen Laser. Da, ach so, dann kommt er runter. Ah, dann kommt er runter. Dann kann ich auf die Augen schießen. Ah, fuck. Jetzt, er kommt jetzt runter. Okay. Nein, ich war doch dran. Aha, meine Pfeile. Nein.
Ah, Eis. Eis. Nein. Ach komm. Vor allem, dass man die Eismauer, die er mit dem Strahl macht, dass man da nicht mal reinrennen darf. Das ist auch unfair. Das ist fies. Das ist fies. Wieso kann ich nicht mit einer Rolle einfach wie diese Klumpen hier, diese Schneeklumpen, einfach so wegrollen? Nein, ich sterbe natürlich, wenn ich dagegen renne. Das ist fies. So. Muss ich wieder seine Fresse treffen lassen? Alter, der kann pusten. Wo bin ich? Wo bin ich? Alter, ich habe mich nicht gesehen. So, getroffen. Oder muss ich wirklich alles mit dem Strahl treffen? Kann das sein? Der pustet immer so scheiße. Nein, 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 nein. Okay, nee, mit dem Strahl geht das nicht. Ich treffe das. Auch diese Eismauer! Diese fucking Eismauer, die er aufstellt. Das ist das Schlimmste an dem Kampf. Wenn er den Strahl abschießen würde, alles cool, wäre alles cool gewesen. Aber die Mauer, dass die dann stehen bleibt von seinem Strahl, das ist zum Kotzen, das ist ätzend. Das ist ätzend. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn besiegen soll. Nein, steh auf! Och, komm, please! Ich hab nicht mal einen Namen für ihn. Wir sollten ihm einen Namen geben, Leute. Ich hab nicht mal einen Namen für ihn. Wir sollten ihm einen Namen geben, damit ich ihn auch richtig vernünftig beleidigen kann. Wie nennen wir ihn denn? Wir nennen ihn... Ich weiß nicht, mir fällt gerade spontan kein Name ein. Wir nennen ihn einfach mal... So, jetzt kommt wieder die Faust. Er pustet auch am Anfang direkt. Das Pusten ist auch ein bisschen asozial. Es geht einfach nicht. Das Pusten ist auch asozial. Ach, ich treffe den nicht. Das geht nicht. Ich muss, glaube ich, auch mit dem Laser da reinschießen. Nein, es geht nicht. Ich verstehe es nicht. Nein, es geht nicht. Ich muss einfach in den Mund rein. Fertig, das war's. Einfach nur in den Mund rein. Okay, gut. Gut, dann zieh den Pfeil raus, mein Freund. Es wird gleich hell. Vorsichtig, setz die Sonnenbrillen auf. Es wird hell. Ich bin bereit, um die Macht zu empfangen. Ich bin bereit. Gib sie mir. Dankeschön. Das war's. Okay, das war's. Gut, gut, gut. Ich hätte ihn schwerer erwartet. Ich dachte, ich muss die beiden Augen abschießen. Aber war wohl nicht so. Moment, habe ich jetzt eine längere Rolle? Oder war das wegen einfach nur wegen den Treppen? Das muss ich jetzt nochmal gucken. War das nur wegen den Treppen, dass ich so lange rollen konnte? Okay, gut. Ja gut, dann haben wir die Eiswelt jetzt auch fertig. Aber was bringt uns das jetzt? Vielleicht, Moment, wir schauen jetzt mal, ob da jetzt sich das Tor geöffnet hat. Nachdem ich jetzt die Eiswelt geschafft habe. Vielleicht öffnet sich jetzt das Tor. Oder ich muss wieder zurück zum Warp Room, sage ich jetzt einfach mal. Und da ist jetzt irgendwas am Leuchten oder sowas. Und was uns symbolisiert, dass wir diese Welt jetzt geschafft haben. Oder hier oben. Wir schauen mal. Ich schaue mal. Ne? Ich bin hier abenteuerfreundlich. Und schaue mir jetzt alles nochmal an. So, hier hoch. Und bitte, bitte, irgendwas Geiles, bitte. Irgendwas Cooles. Ne, sieht nicht so aus. Na, ist nichts passiert. Wahrscheinlich im Warp Room. Wir gehen mal kurz zu den Warp Room nochmal zurück. Ich sitze auch voll ungemütlich gerade. Okay, aber der war auf jeden Fall easy. Der Golem war auf jeden Fall easy. Ich habe ihn einfach nur falsch verstanden, weil ich dachte, ich muss die Augen abschießen. Aber ich muss dann einfach nur mit dem Strahl, den er schießt, mit der Hand. Dadurch durchbricht er wahrscheinlich seinen Panzer in seinem Mund. Und danach kann man einfach in seinen Mund reinschießen. Ist eigentlich recht einfach gewesen. Wenn man weiß, wie es geht. Also, wenn ihr das Spiel spielen solltet, ne, dann wisst ihr Bescheid, wie das geht. Kann ich jedem empfehlen. Macht Spaß. Macht Spaß, auf jeden Fall. Macht ungeheuer viel Spaß, gegen die Bosse zu kämpfen. Vor allem es herauszufinden, wie sie funktionieren und zu probieren. Und ich mag sowas. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas, Leute. So, hier kam ich her, ne? Ja, doch. Ist ja der einzige Weg, den ich gehen kann. Deshalb muss sein. So. Runter vom Schneeberg. Wuhu! Das Rollen ist richtig cool. Geil. So. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Finde ich jetzt überhaupt den Weg zu... Ja, okay, hier kenne ich mich auch noch aus. Ich muss auch irgendwie den Weg zum Warp Room wieder finden oder zu dem
Mittelpunkt, zu dem Mittelpunkt muss ich irgendwie den Weg wiederfinden. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wo es war. Ich glaube, südöstlich von hier war das ungefähr, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Ich kam, glaube ich, vom... Doch, ich müsste, glaube ich, von hier gekommen sein. Oder? Doch, ich kam von hier. Da ist es schon in der Mitte. Ne, leuchtet nichts. Leuchtet nichts. Okay. Ja gut, aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Eiswelt geschafft und schauen uns dann den nächsten Part an, in der nächsten Episode, in welche Welten es hier noch gibt und in welche Welt wir als nächstes gehen werden. Ich werde mich genauso überraschen lassen wie wahrscheinlich ihr und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr mir auf jeden Fall zeigen, wie auch immer und dann sehen wir uns in einer weiteren Episode von Titan Souls. Also bis demnächst. Tüdelü.